hallo miteinander. Es sind schon drei Leute da, wie ich sehe. Wer ist denn schon da? Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Tag. Ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, mich mal wieder live blicken zu lassen, vor allem hier euch den wunderschönen Sonnenuntergang zu präsentieren. Und da dachte ich mir, ist Sonntag der perfekte Tag. Ich wollte erst gestern live kommen, dann dachte ich mir Samstag, nee, machen wir lieber heute. Ja. Okay, ich habe eine gute Internetverbindung. Perfekt. So, was gibt's Neues bei euch? Was macht das Leben? Hier auf Mallorca ist soweit alles gut. Wir haben angenehme, ich weiß gar nicht, wie viel Grad haben wir jetzt. Ich würde sagen so um die 30, aber angenehm. Die Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch, das heißt, man kann es jetzt gut aushalten. Heute zumindest. Davor waren die letzten zwei Tage ein bisschen wärmer. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt die Woche wieder legen. Und dann freue ich mich unfassbar doll auf den September. Ich habe den Flug noch nicht umgebucht, habe mir allerdings schon ein paar Flüge rausgesucht. Und zwar überlege ich jetzt, ob ich nach Dubai fliege, meinen Cousin zu besuchen, drei Wochen. Danach nochmal nach Mallorca zu kommen, um mein Gepäck zu holen und dann quasi nach Mexiko zu fliegen. Oder ob ich direkt nach Mexiko fliege. Ende September mit Petra, das ist jetzt natürlich die Frage. Petra hat auf jeden Fall vor, nach Mexiko zu kommen. Ich glaube, sie wollte dann so, na, je nachdem, wann ich auch da bin. Ne? Aber entweder kommt sie dann gleich mit mir mit Ende September oder sie würde dann, also wenn ich jetzt fliegen würde, oder sie würde Ende Oktober, Anfang November dann kommen. Also das ist auf jeden Fall der Plan. So. Bei alle mal Fragen. Ich bin selber gespannt, was jetzt passiert. Vor allem auch Dubai. Ja, ich habe so, also einerseits möchte ich hin, weil mein Cousin da ist. Andererseits zieht es mich allgemein nicht so krass nach Dubai selber, aber wegen der Familie halt, ne? Wegen der Situation. So, ich guck mal, wer da ist. Harina ist da. Hi, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir? Matze ist da. Okay. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr Lieben. Wie war euer Wochenende? Entspannt? Bei mir war auf jeden Fall alles ganz entspannt. Ich habe die letzte Zeit gar kein Content mehr gedreht. Also so Podcasts habe ich erstmal eine kleine Pause. Ja, ich muss mich erstmal wieder einpendeln. Irgendwie bin ich voll rausgekommen. Das ärgert mich auch tatsächlich ein bisschen. Aber ich wollte mir auch nicht zu viel Druck machen, weil wenn man sich dann zu viel Druck macht, kann es auch sein, dass man die ganze Lust überhaupt verliert. Und das macht auch gar keinen Sinn. Ich habe heute Maurice besucht. Das ein guter Freund von mir, der arbeitet ja auch im Tattoo-Studio hier, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber hat. Und da haben wir so ein bisschen Revue passieren lassen, ne? So wie es früher war. Der ist ja, glaube ich, schon 13 Jahre auf der Insel. Ich bin ja auch schon lange hier. Und ja, uns ist einfach auch aufgefallen, dass umso älter du wirst, desto schwieriger wird es, hier am Ballermann auch mit dem Klientel klarzukommen, weil du einfach auch schneller genervt und gereizt bist. Und heute hatte ich zum Beispiel so einen Tag, wo ich auf der Arbeit war. Da habe ich richtig gemerkt, dass ich ziemlich, ich sag mal, müde von der Arbeit werde. Also ich bin etwas gelangweilt. Und das liegt daran, weil ich schon sehr viele Jahre hier bin. Und ich glaube, dass es auch dieses Jahr wohl hier arbeiten wird. Das war ja sowieso voll die Überwindung für mich, wieder zu sagen, dass ich hier arbeite. Jetzt bin ich schon seit einem Monat, also genau heute vor einem, nee, gestern vor einem Monat habe ich da angefangen. Und ich sage euch, eigentlich würde es mir jetzt schon ausreichen. Aber ich hätte jetzt auch zu ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt schon aufhöre. Das heißt, ich denke mal, ich mache noch diesen Monat. So Anfang September würde ich dann aufhören. Es sei denn, ich fliege wirklich nach Mexiko. Okay, mein Flug ist am 22. August, der noch nicht umgebucht ist. Aber ich gehe jetzt von aus, ich bleibe hier. Ne, und dann würde ich den neuen Mikrofon aufnehmen. Und da freue ich mich besonders drauf. Ja, genau. Das sind so die Sachen, die nicht gerade im Tag war. Ich habe auch gesagt zu Petra, heute ist so ein Tag, wo ich meinte, wie geht's denn? Ich habe so einen Widerstand in mir drin. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr tut, aber ihr spürt einfach einen Widerstand in euch und ihr wollt das nicht mehr machen, aber irgendwie wisst ihr aber auch, ja, das sollte ich jetzt schon noch ein bisschen durchziehen, also bei mir jetzt gerade so. Und dann muss ich natürlich gucken, dass ich mit der Situation klarkomme und ein gutes Gefühl da bekomme, weil sonst macht es gar keinen Sinn. Weil ich habe auch gesagt zu Petra, wenn ich an einem Moment bin, wo ich nicht mehr kann, wo ich wirklich sage, ich kann das nicht mehr, dann ist es aber auch so bei mir, dass ich das nicht mehr kann. Ne? Es kennt ihr die Leute, die sagen dann auch, ich kann nicht mehr,
Aber sie können trotzdem ja noch und gehen ja trotzdem jeden Tag dahin und machen das ja trotzdem. Bei mir ist es so, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich das wirklich sage, irgendwann, ich kann nicht mehr, dann kann ich auch nicht mehr. Und dann muss ich aufhören. Das geht dann gar nicht anders. Genau. Naja, das hat mich jetzt so beschäftigt die letzten Tage. Ja. Ihr könnt auch mal sagen, was euch so beschäftigt hat. Ja, sehr entspannt. Die Sonne kommt auch langsam wieder. Bei euch in Deutschland, echt? Ron schreibt, grüß sie miteinander. Grüß sie, Ron. Naila schreibt, hallo Justine. Hi, Naila. Ja, ansonsten schreibt ihr nicht so viel. Ich bin mal gespannt, ob ich heute wieder Podcast-Gäste habe, ob sich jemand hersetzt. Vielleicht kommt ja auch Petra irgendwann. Ich weiß aber nicht, wo die gerade ist. Ich fühle mich auch mal übelst krass beobachtet. Ne? Manchmal, das ist so witzig, ich sitze ja manchmal schleichen mir die Leute so vorbei. Also so richtig langsam und gucken, starren mich an. Ich glaube, die denken dann immer, hier sitzt sonst wer. Mallorca ist geil. Mallorca ist... Mallorca ist geil. Ja. Ich spiele und höre dir zu. Naja, sehr schön. Zurzeit haben wir auch ziemlich noch gemischtes Publikum. Ab September haben wir nur noch Deutsche hier und dann auch nur ältere Deutsche. Ich glaube, das wird dann wieder ein bisschen witziger werden. Jetzt in letzter Zeit, hier sind halt ziemlich viele Franzosen auch, ne? Max ist jetzt noch nicht zu buchen. Ich meine, natürlich hab gar keine Zeit, ich sag's dir ganz ehrlich. Also wenn jetzt zum Beispiel Besuch kommen würde, klar, für die engsten Leute würde ich mir schon Zeit nehmen, aber ansonsten, ich habe gar keine Zeit. Also jetzt gerade, und ich habe auch keine Lust, irgendwie mit ihr zu unternehmen. Ich habe ja letztens, ach, das war ganz cool, Leute, habe ich euch davon erzählt? Im letzten Livestream, genau, der letzte. Ach ja, da habe ich doch den Philipp kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt habt. Mit denen hatte ich ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Das war cool. Genau. Und der wollte mir ein Intro machen. Den muss ich nochmal losziehen. Also für sowas habe ich auch Zeit, ne? Wenn es jetzt um die Arbeit geht oder so. Aber jetzt einfach so mit Leuten treffen und so mache ich gar nicht. Muss ich euch ehrlich sagen. Aber es ist okay. Weißt du, dafür habe ich das wieder, wenn ich in Mexiko bin, da habe ich wieder viel Zeit. Oder eventuell, wenn ich... Die Verbindung ist aber nicht gut. Okay, wartet mal. Ich rufe mal ein bisschen weiter nach links. Vielleicht liegt das daran. Weil eigentlich bin ich direkt vorm Kratos. Das Ding ist halt, wenn es jetzt hier nicht geht, dann geht es gar nicht, weil mein Internet, mein Handy ist viel zu schlecht, die Verbindung. Wie ist die Verbindung jetzt ein bisschen besser? Mich beschäftigt momentan auch das Reisen. Ich möchte bald fliegen, aber es ist so teuer. Das ist krass, ne? Also ich habe jetzt auch die Flüge abgecheckt. Das Ding ist, wenn man mit Gepäck fliegt, das geht ja gar nicht. Also das Einzige, was man eigentlich noch machen kann, ist mit Handgepäck fliegen. Das ist noch einigermaßen bezahlbar. Aber sobald du mit Gepäck fliegen willst, ist es unglaublich teuer, finde ich. Ich muss sagen, nach Mexiko die Flüge sind recht günstig. Petra hatte ja jetzt noch Flüge geguckt. Ich glaube, die war da bei 600 oder so. 600 noch was, glaube ich. Das war super günstig, ne? Mit Gepäck. Ansonsten, so wenn man Bali und sowas fliegt, Bali, Thailand, glaube ich, ist auch mit Gepäck ganz günstig. Aber wenn du jetzt nach Dubai fliegst, also ich wäre jetzt nach Dubai, habe ich einfach gesehen, wenn ich mit Gepäck fliege, zahle ich nochmal 250 Euro mehr. Nee, das eine war, glaube ich, nur 150 Euro mehr. Geile Verbindung, muss ich nochmal schauen. Aber dann habe ich gesagt, ich habe halt so ein Minimum, so ein Maximum, weil ich einfach ja Dubai nicht als Urlaub sehe, sondern wirklich meinen Cousin besuchen möchte. Und deswegen wollte ich auch gar nicht so viel Geld ausgeben, weil ich ja dann nach Kolumbien möchte im Februar. Und da, ne, da wollte ich dann noch ein gucken, dass da noch was übrig bleibt dafür. Hast du schon Sehnsucht nach Mexiko, schreibt Mara. Ja, extreme Sehnsucht nach Mexiko. Extrem. Also ich sitze hier teilweise mit Petra und ich schwärme ihr von Mexiko vor. Ich sage ihr dann immer, wie schön das wird und was wir alles machen werden, wenn wir da sind und so. Ich habe richtig, richtig Lust, da zu sein. Aber im selben Moment habe ich das Gefühl, dass ich noch hier sein sollte. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ich möchte den September gerne noch mitnehmen, weil ich mal gucken will, was hier so im September passieren wird. Und vor allem auch diese Dubai-Geschichte, ne? Da macht das schon alles Sinn. Wenn ich nicht nach Dubai fliegen sollte, dann muss ich jetzt auch nicht mehr so lange bleiben. Dann würde es eigentlich auch reichen, wenn ich, weiß ich, noch 2-3 Wochen länger bleibe. Weißt du? Aber ich weiß es halt noch nicht.
Ich weiß auch nicht, man. Mexiko ist auf jeden Fall. Mexiko ist auf jeden Fall. In mein Herz drin. Und wenn ich so Storys sehe von anderen Leuten, dann vermisse ich es schon. Aber ich weiß auch, ich kenne mich ja selber, ich weiß auch, wenn ich in Mexiko bin, werde ich wahrscheinlich auch Mallorca irgendwie vermissen. Und vor allem auch das Wetter und so, weißt du? Weil jetzt, selbst wo wir noch Hochsommer haben, ist es halt viel angenehmer und kühler als in Mexiko. Da ist es jetzt unglaublich warm und du kannst schon rausgehen und so, an den Strand, natürlich, aber es ist halt immer warm, weißt du? Und das genieße ich jetzt schon hier, auch mal eine lange Hose anzuziehen. September kann ich meine langen Hosen wieder anziehen. Ich finde das total, total geil. Das ist voll für mich ein Phänomen, ja. Weil die letzten 4 Jahre, ich meine, ich ziehe auch mal eine lange Hose an, aber das ist halt ein anderes Gefühl. Das sind so eine kleinen Sachen. Ich glaube, die kann man auch nur nachempfinden, wenn man das mal so erlebt hat wie ich. Dass man mal jetzt zum Beispiel 4 Jahre nur in Mexiko war. Weißt du, ich war einfach 4 Jahre, Leute. Wenn ich mir das nochmal überlege, dass ich 4 Jahre nicht in Europa war, das ist für mich fast unbegreiflich. Und ich merke auch, dass ich die Sehnsucht nach dem Reisen auf jeden Fall hatte oder habe. Und ich möchte unbedingt mehr sehen, weil ich immer merke, du bist so lebendig, wenn du verreist. Also jetzt zum Beispiel, es reicht mir jetzt schon. Ich glaube, was man machen sollte, ist vielleicht auch nicht zu lange an einem Ort bleiben. So 3 Monate finde ich das eigentlich perfekt. 3 Monate ist so der beste Zeitpunkt, um sich wirklich gut einzufinden, um vielleicht auch Leute zu connecten, um sich zu Hause zu fühlen, aber auch nicht um sag mal, Langeweile aufkommen zu lassen, weißt du? Das ist eigentlich perfekt. Oder 2 Monate. Ich bin ja jetzt auch schon, ja, fast 3 Monate hier. Also, ja. Ich hätte mir den Juli und August einfach mal sparen sollen. Das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Wenn ich irgendwann nochmal nach Mallorca komme, Leute, ich sag mal Mai, Juni vielleicht und dann nochmal den September, aber nicht den Juli und den August. Das ist total unnötig gewesen, die Monate. Muss ich euch ehrlich sagen. Also. Das ist echt günstig nach Mexiko, nach Ecuador bin ich mit Gepäck bei fast 900. Oh ja, das viel. Gibt es in Mallorca auch so gutes Kokoswasser wie in Mexiko? Nee, also frisches Kokosnusswasser sowieso nicht. Ich habe letztens mal hier aus der Packung Kokosnusswasser geholt. Das war eigentlich ganz lecker. Das hat mir gut geschmeckt. Aber sonst, nee. Ich freue mich auch wieder. Wenn ich in Mexiko bin, will ich auf jeden Fall wieder Kokosnuss machen. Kokosnusswasser fasten ist ja, ja schon so ein Ding bei mir geworden. Ne? Das vermisse ich schon. Und auch so einfach die Energy, die Leute und so. Aber ich glaube, das ist normal, weißt du? Das ist halt ein anderes Leben da. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen mit hier, ganz ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, alles hat auch Vor- und Nachteile, ne? Und das ist immer so, wenn man, glaube ich, irgendwo ist, dass man immer irgendwie Sehnsucht nach etwas hat, so ein bisschen. Und wenn man dann, also ich glaube, das ist normal, aber es ist, glaube ich, auch gut so. Weil wenn wir diese Sehnsucht oder dieses Gefühl nicht hätten, würden wir uns ja gar nicht weiter bewegen. Dann würden wir immer nur an einem Ort sein. Und ich glaube halt einfach, dass durch diese Ortswechsel man einfach das Leben viel mehr zu schätzen weiß und sich natürlich auch entwickelt und vor allem auch dankbarer wird, weißt du? Also ich weiß auch, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zurück in Mexiko bin, werde ich erstmal irgendwie die kleinen Dinge da zu schätzen wissen, wie zum Beispiel, dass die Leute so sehr freundlich sind einfach, überall, sehr, sehr herzlich und freundlich. Und das habe ich, also es war mir gar nicht mehr so bewusst, wo ich da war die ganze Zeit. Das war für mich total normal, ne? Also klar sind die alle lieb und herzlich. Jetzt komme ich aber hierher und ich merke, die Leute sind nett. Auf jeden Fall, aber es ist so eine Kühle. Ich finde das hier nicht so herzlich. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, also wenn ich jetzt hier gehe von Mallorca, also es wird mir nicht schwerfallen, hier die Insel zu verlassen. Weißt du, das ist nicht sowas wie in Mexiko, wo es mir wirklich immer ein bisschen schwerfällt zu gehen. Hier eigentlich nicht so. Nee, natürlich, mein Vater ist hier. Ja, das schon. Oder ein paar Leute schon. Aber der Ort an sich selber, meine ich jetzt, habe ich nicht so irgendwie mehr in mein Herz, so wie früher. Und das haben wir auch gestern besprochen. Also Petra und ich haben das gestern so ein bisschen bequatscht. Wir saßen hier abends an der Playa und dann haben wir so gesagt, Alter, früher vor 4 Jahren war das alles irgendwie so anders und uns hat das auch viel besser gepasst, so vom Vibe her und von den Leuten und sowas. Und dieses Jahr ist es so, dass wir irgendwie das gar nicht mehr so fühlen, also die Insel nicht mehr so fühlen. Und das hat auch Petra gesagt, dass sie auch so mit den Leuten hier gar nicht connected. Petra hat sich mit keinem hier richtig connected, glaube ich. Und ich ja auch nicht. Also ich halt nur mit den Leuten im Krater natürlich, das ist aber was anderes. Das war schon immer so und das wird auch, glaube ich, nie anders sein, ne? Aber alles andere, meine ich, wenn das Kratos jetzt nicht wäre, dann würde ich mir komplett lost hier vorkommen. Dann würde ich mir denken, was mache ich hier eigentlich?
Aber das ist auch interessant. Ich habe letztens Arafat getroffen, Arafat Alves. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal bei mir gesehen habt, im Vlog, vielleicht im Mexiko-Vlog oder so, oder den Weltkonflikt gesehen habt. Der war letztens hier, der guckt sich auch die Insel an, so richtig geil. Also der nimmt komplett alles mit. Und er hat mir auch empfohlen, dass ich vielleicht mal englischen Content mache. Und ich habe auch wirklich jetzt mal drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn Mallorca jetzt ja nicht mehr wäre, was soll ich dann noch für deutschen Content machen? Ich quatsche. Was macht ihr? Deutschen Content, oder? Soll ich nicht englischen Content lieber machen? Was sagt ihr denn? Habe ich gerade überlegt. Hast du mehr Follower vielleicht oder Englisch? Ich glaube, ich wohne halt in Mexiko, weißt du? Und ich glaube, es macht mehr Sinn. Ja, Finger im Po, Mexiko. Na. Ja, aber du bist ja nicht live, oder? Ich war gerade live auf YouTube, bin ich gerade. Leute, du bist live auf YouTube. Ihr könnt euch hersetzen. Ja, nicht so viele 29, woher kommt ihr denn? 29 Facker. Hi zusammen! Hi! So machen wir alle raufkasten. Let's go, let's go! We ready! We ready! So, oh, ja. Okay, was war das? So, Adi, schau so. Aber eine Fahne. Adi, schau. Ja. So. Okay, Leute, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Erzählt doch mal ganz kurz. Soll ich englischen Content machen aus, oder deutschen? Nee, deutschen. Ja. Wir sind in der Nähe, wir wohnen in der Nähe von Ingolstadt. Arabisch wäre cool. Weniger, ihr habt mich vergrault. Wir wohnen in der Nähe von Ingolstadt. Arabisch wäre cool. Ist das Susi live, oder? Ja, aber sag mal ehrlich, oder? Was macht ihr jetzt so? Ja, wir gehen jetzt ins Hotel, duschen uns und dann gehen wir zum Feiern. Nee, nochmal. Du? Ihr seid doch gerade vom Feiern gekommen, oder? Ja, wir waren am Strand, wir waren beim Baden. Ihr seht so aus, als hättet ihr ganz viel Alkohol getrunken. Nee, wir waren so ein Schmarrn. Ja, nur Salz, das ist einfach nur. Nee, mal, oh, ihr habt so eine Fall. Oh, nee, sorry. Nee. Also ich und Adi, meine Dinge. Ja. Boah, darf ich auch? Oh, Mann, ey. Sorry. Bis gleich, ciao. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis gleich. Essi, mein Lieber, ich trinke noch Alkohol. Hey? War echt schlimm, sorry. Ist nicht böse gemeint, nur ich habe nicht getrunken. War ihr Test bestanden? Ja. Ist ja nicht so schlimm. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr seid ja nette Jungs. Ja, ich glaube auch. Mach's gut. Tschüss. Danke. Okay, Leute, sorry. Das ist auch mega die fetten Wichser, was? Hab ich gar nicht. Tschüss. Ich hab nichts Schlechtes gesagt. Ich hab nur gesagt, das war echt gerade too much, meine ich nur, von der Fahne. Es war, oh mein Gott, ich hab das nicht ausgehalten, gerade vom Geruch her. Ich bin da sehr sensibel. Es ist nicht böse gemeint, es ist nur so, dass ich so empfindlich bin und wenn ich Alkohol extrem rieche, also wirklich so eine also, ne, das war extrem gerade. Ich dachte, ne, das geht ja nicht. Was mir auch aufgefallen ist, die küssen sich immer alle. Ich habe das jetzt schon so oft erlebt, dass sich die Jungs einfach immer küssen. Ich frag mich, ist das so ein Ding geworden, oder was? Also es ist echt verrückt, das habe ich früher nie so erlebt, ne? Oh mein Gott. Dein Kokosfußwassergestehen. Fast ein Jahr. Ich liebe es. Ich freue mich so sehr darauf, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, man fühlt sich einfach so gereinigt und so. Ich habe ja hier auch gefastet, so ist es nicht Trockenfasten, aber hier kann ich irgendwie nicht, sonst weiß ich nicht, wie ich hier fasten soll. Aber mache ich jetzt auch nicht so oft. Mallorca habe ich gemerkt, ist nicht der Ort zum Fasten. Also auf jeden Fall nicht, wenn ich hier arbeite. Energetisch gesehen ist das so stressig. Puh, hast noch mal Glück gehabt. Sag mal so, oh mein Gott, ja. Ich habe erst gedacht, hey, komm, sie sollen sich hinsetzen. Dann habe ich gesehen, die waren zu betrunken. Ich habe das erst nicht gecheckt. Man weiß halt nie, ob die nur ein bisschen angeschwitzt sind oder ob die voll sind. Die waren richtig voll. Oh mein Gott, da stehen die gerade. Der eine hat sich gerade auf den Boden gesetzt, sehe ich gerade. Und die quatschen gerade mit irgendwelchen Leuten. Oh mein Gott. Oh Mann, aber nett waren sie ja. Dann kannst du halt mehr Menschen erreichen und Englisch wäre vielleicht ganz gut. Ich mag das auch nicht, Alkohol. Ich bin voll komisch, dass die sich küssen. Ja, also. Das war jetzt nicht das erste Mal, ich habe das schon im Podcast auch schon gehabt, ne? Crazy. Ja, ich dachte halt an englischen Content, einfach aus dem Grunde, weil ich weiß nicht, wie oft ich noch nach Mallorca kommen werde. Also, kann schon sein, dass ich jedes Jahr kommen werde, vielleicht auch nächstes Jahr nochmal, aber ich glaube nicht mehr so lange. Also, ich glaube 1-2 Monate Maximum. Und dann denke ich mir, wie soll ich weiterhin deutschen Content machen? Weißt du, ich will ja mehr Interviews machen, mehr über Mindset reden. Ich habe einfach das Gefühl, dass es so begrenzt ist, das Wissen oder ja, das Wissen, ich weiß nicht, oder die Interessen einfach von den Deutschen, dass ich da nicht genug Leute finden werde, mit denen ich genau das machen kann, was ich mache, weil ich glaube, dass ich in Mexiko da mehr Chancen habe.
Vielleicht kann man das auch so ein bisschen mischen, aber ich glaube, man sollte sich entscheiden. Also Arafat meinte, er würde an meiner Stelle alles nur auf Englisch machen. Und ich muss halt gucken wegen den Algorithmus dann, weil wenn ich mixen würde, ist es vielleicht nicht so gut, weißt du? Deswegen, vielleicht sollte ich echt alles auf Englisch machen. Da bin ich gerade am Überlegen. Weil, aber weil ich sehe sonst hier nicht, kann ich weiterkommen. Ich weiß es nicht. Aber das andere, der andere Nachteil ist halt, dass mein Englisch nicht so gut ist. Noch nicht so gut. Vielleicht kommt das dann mit der Zeit. Ne? Aber ich drücke mich halt ganz anders aus auf Englisch. Das ist auch mal so, dass ich das Gefühl habe, auf Englisch eine andere Person zu sein. Und dass ich auch das Gefühl habe, wenn Menschen meine Sprache nicht sprechen, dass sie niemals die richtige, wahre, reale, authentische Justine kennenlernen können. Weil ich mich auf Englisch oder Spanisch gar nicht so ausdrücken kann. Aber hey, ich denke mal, mit der Übung kommt das schon. Und ich habe auf jeden Fall für mich beschlossen, ich werde nie wieder irgendwo leben, wo sehr viele Deutsche sind. Das wird einfach nicht passieren. Also ich werde niemals auf Mallorca hier als Space leben, und denke ich mal. Und ich werde niemals nach Deutschland gehen und dort wohnen, weißt du? Und ich sehe das ja so ein Zukunftsprojekt. Deswegen wahrscheinlich macht es dann auf Deutsch alles nicht so viel Sinn. Ja, mal gucken. Aber das ist jetzt so eine Überlegung, und ich wollte einfach meine Gedanken teilen mit euch. Etwas für Leon. Was denn für Leon? Justin, warum hast du den Typen mit dem Burger im Stream letztens gefragt, ob er jeden Tag McDonald's isst, und was hättest du ihm gesagt, wenn er mit Ja geantwortet hätte? Wäre Englisch und Deutsch machbar? Ja, ich weiß halt nicht, ob man das mixen kann mit den Sprachen. Also wenn er gesagt hätte, jeden Tag, dann wäre ich schockiert gewesen. Und dann hätte ich ihm ein paar Fragen gestellt. Einfach, ob er sich schon mal Gedanken darüber gemacht hat, wie wichtig das überhaupt ist, ne? Also, wie wichtig die Ernährung sich auf uns auswirkt, auch energetisch gesehen. Ich weiß nicht, ob sich die Menschen überhaupt so im Klaren sind. Ich meine, natürlich sagen die immer, ja, ich muss gesund essen, ne? Weil es ist wichtig. Aber wissen sie wirklich, was das für einen Unterschied macht? Weil ich glaube kaum, dass jemand wissen kann, was es für einen Unterschied macht, gesund zu essen oder halt Fastfood zu essen. Weil die meisten Leute haben das noch gar nicht erlebt. Also ich glaube, wenige Leute, die sich, ich sag mal, ungesund ernähren. Hi, ich bin schon wieder live, also Livestream, ne? Ja. Mach weiter. Nee, wenn du jetzt vor mir stehst und mich anguckst, dann ist das so. Machen andere auch. Hä? Andere gucken dich auch an. Nee, aber das ist, ja, okay, das stimmt. Andere gucken mich manchmal auch an. Ist doch live, oder nicht? Ja, ich habe gerade geredet über ja gut, da spreche ich auch nicht mit dem Richtigen jetzt hier, ne? Ich habe gerade gesagt, ich frage mich manchmal, ob Menschen sich dessen bewusst sind, wie wichtig es ist, wie gesund man sich ernährt oder nicht, was das energetisch mit einem macht. Und, bist du vegan schon? Nee, ich faste sehr oft, also ich esse gar nichts. Und dementsprechend weiß ich, was es für einen Unterschied macht, ob man sich Scheiße reinhaut oder halt, ich sag mal, und das, weil mich gerade jemand gefragt hat, wegen das Ding um McDonald's und so, ne? Und ja, da muss ich einfach sagen, ich glaube, die wenigsten wissen das einfach, weil die gar nicht die Erfahrung gesammelt haben. Und das ist einfach das Ding. Aber es würde mich manchmal interessieren, ob sich die Leute darüber Gedanken machen. Aura und Farben, wer hat Erfahrungen gemacht? Aura und Farben, okay. Also ich nicht. Der Fitness-YouTuber Gürki isst seit 2017 jeden Tag Fastfood mit 22 Zweifasten und mehreren Stunden Sport am Tag. Ach, ehrlich jetzt? Gürki kommt mir irgendwie total bekannt vor. Aber was ist der denn genau? Und 22.2 ist natürlich ein krasses Fasten. Also ich habe in letzter Zeit ein Zeitfenster von so 4 bis 6 Stunden. Finde ich auch sehr interessant. Und da merke ich auch, das fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, den meisten ist das nicht bewusst, aber die versuchen es meistens nicht mal, weil sie einfach nicht dran glauben. Ja, bei denen das auch scheißegal ist, ne? Die haben einfach das Bewusstsein dafür gar nicht, denke ich mal. Aber das mit den 22.2 Fasten finde ich interessant. Also diesen Gürk, jetzt muss ich mal abchecken. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass... Boah, keine Ahnung. Also habe ich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gehört, so ein Fasten. Ja. Ich glaube, das Thema ist nichts für dich. Ja. Geh ins Schlacken. Ciao. Mach einen schönen Abend. Danke, du auch. Armer Gürki, ja. Ja, das ist auch mal geil, ne? Jetzt stand der gerade vor mir und hat mich so angeguckt, und der steht da mit seinem Bier in der Hand, und das
sieht aus wie ein, ich sag mal, sieht aus wie jemand, der jeden Tag Bier trinkt, okay? Das ist jetzt mal behutsam ausgedrückt. Dann denke ich mir, was soll, da komme ich mir einfach doof vor, wenn jemand vor mir steht, mich anguckt mit seinem Bier, sich wahrscheinlich denkt, ich esse jeden Tag was und mein Bier. Und dann, was soll er sich das reinziehen, was ich sage? Was geht da sowieso rein und da raus? Und das hast du hier halt überall, ne? Das meine ich halt auf Mallorca. Das ist so. Du kommst dir halt manchmal vor, als wärst du irgendwie komisch, weil du halt auf dich achtest und weil du halt bewusst lebst, ne? Deswegen merke ich auch, ich meine, ich wusste schon vorher, dass Mallorca wahrscheinlich nicht mehr so der Ort für mich ist. Logisch. Aber in solchen Momenten fühle ich es halt extrem, ne? Und ich meine auch nicht Mallorca, Entschuldigung, das ist auch falsch ausgedrückt, komplett falsch. Ich meine Ballermann, sorry, ich meine Ballermann. Und ich bin ja auch nur am Ballermann, wegen, weil mein Vater hier ist, das Tattoo-Studio ist hier und weil ich ja hier mit den Leuten interagieren möchte. Aber ja, schwierig. Aber mal gucken, ich habe mit Petra nochmal überlegt, vielleicht im September ein bisschen loszugehen und mal gucken, dass wir die Leute mal befragen. Also ich würde gerne so ein Interpretationsding machen. Ich weiß nicht, ob ich euch davon erzählt habe. Und zwar gab es doch diesen Spruch. Und zwar, der Spruch lautet, Gefühle sind wie Musik. Sie haben die Kraft, uns zu inspirieren und zu bewegen. Weißt du? Und viele Leute haben diesen Spruch überhaupt nicht verstanden. Und das wollte ich mal hier befragen. Ich glaube, das wäre ganz interessant. Ja, er kommt aus Berlin. Er isst halt nur einmal am Tag und die bestellen jeden Tag. Seine Freundin macht das auch so. Okay, aber... Okay, das ist halt auch interessant. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich habe keine Erfahrung von dieser, ich sag mal, Art zu essen. Ich glaube halt, dass das Fasten viel wieder gut macht. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob das der ideale Weg ist. Keine Ahnung. Manchmal denke ich auch, es kommt dann auch drauf an, wie du zu dem Essen stehst. Ich glaube, wenn du zum Beispiel auch was isst und denkst, es ist schlecht für dich, dann ist es wirklich mal doppelt so schlecht. Wenn du was isst und du denkst vielleicht, das ist voll gut, weil du fastest ja sonst, vielleicht wirkt sich das auch positiv auf den Körper auf, das weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Das ist wirklich interessant. Finde ich auch krass, weil ich fühle mich so unwohl, nachdem ich etwas esse, selbst wenn es einzige Mahlzeit am Tag ist. Das weiß ich halt nicht. Also ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche, also nachdem ich gefastet hatte, das habt ihr alle mitbekommen, ne? Ich habe ja meinen 3 Tage Trockenfasten gemacht, dann habe ich ja angefangen zu essen wieder. Und ich wollte ja eigentlich den ganzen Monat fasten, Leute, das ist komplett in die Hose gegangen, aber habe ich gemerkt, ich kann es einfach nicht, weil von der Energy, ich pack das nicht. Es ist mir geradezu stressig, also energetisch gesehen. So, dann habe ich angefangen, richtig gesund zu essen, Salat und Hülsenfrüchte und Nüsse und so. Und auf einmal hatte ich, glaube ich, 3 Tage jetzt mit dem Magen. Also ich hatte wirklich so Krämpfe, Bauchschmerzen und so. Und ich habe jeden Tag versucht, das zu essen. Und ich glaube wirklich, dass ich keine Hülsenfrüchte und Nüsse und so. Also wenn ich zu viel davon jeden Tag esse, also jeden Tag nur das und Salat, ich glaube, das bekommt mir gar nicht. Das hat mich halt auch verwundert, weil ich dachte, boah krass, jetzt bin ich endlich so weit und habe richtig Bock, clean zu essen. Es schmeckt mega. Und dann vertrage ich das überhaupt nicht. Und ich dachte, na toll, ey. Deswegen, ich weiß manchmal auch nicht so richtig. Keine Ahnung. War zweimal am Ballermann, war nie mein Ding. Seit ich keinen Alkohol mehr trinke und auch damals, ja, lieber Karibik, safe. Tuning-Szene haben wir schon, also hast du verlängert bis September, davon wissen wir noch gar nichts. Nee, noch nicht, aber ich werde es tun. Also ich habe heute einen Flug gefunden, also wenn ich nach Dubai fliegen würde, würde ich wahrscheinlich fliegen vom 28. August, 28. September, Entschuldigung, bis zum 18. Oktober. Und dann würde ich meinen Flug umbuchen auf 20. Oktober nach Cancun. Und wenn ich das so nicht mache, dann würde ich meinen Flug umbuchen auf 22. September oder 30. September. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich muss ja bald. Also wenn ich es nicht bald mache, dann muss ich halt sonst fliegen, ne? Nicht mehr viel Zeit. Wie geht's euch? Letzte Seite ist ja schon ein bisschen her. Stimmt. Hi. Ja. Ja, ich habe heute gedacht, heute ist Sonntag. Ich bin wenigstens jetzt nicht einmal die Woche irgendwie sonntags oder so. Das schaffe ich hier bei euch. Mich blicken zu lassen. So wie der Strahl der Sonne aufs Wasser trifft, ist ein Haupttendenz dafür, dass die Erde nicht rund ist, sondern flach. Das war die für Leon. Ach so. Ja. Crazy.
ganz gut soweit. Wer weiß, ne? Ich höre mir gerade ein richtig geiles Podcast an. Das hat mir Laura letztens geschickt. Das ist pervers geil. Und zwar geht es da um... Oh, wie hieß das denn? Nicht Geheimgesellschaften des 20. Jahrhunderts. Kennt ihr das Buch übrigens? Geheimgesellschaften des 20. Jahrhunderts? Von Jan van Helsing gibt es im Internet. Und das andere ist irgendwie geheimes Wissen eines Elitemitglieds oder so. Total interessant. Musik sind ja Frequenzen und das sind Schwingungen, die ja auch Wasser in Formen und Vibrationen versetzen kann. Also ich denke, macht das auch was mit dem Körper. Musik, ja, wie kommt ihr denn jetzt aber? Ach so! Ah, so meinst du gerade. Ja. Auf jeden Fall. Aber es geht ja darum, dass die Gefühle uns... oh, wie ging denn der Spruch? War das überhaupt so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es darum, dass... es geht nicht darum, dass die Musik uns bewegt und uns antreibt, weil das macht sie sowieso, aber dass Gefühle uns einfach dazu bewegen, zum Beispiel aus dem Gefühl heraus, zum Beispiel wechseln wir den Wohnort, keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Das meine ich. Und dann auf einmal beginnen wir ein komplett neues Leben. Aber nee, wie ging denn der Spruch nochmal? Scheiße, jetzt hab ich gerade voll den Blackout. Mann, ich habe den auf jeden Fall in meinem Handy drin. Und das haben wir einmal schon mal gemacht und das war übelst witzig, weil die meisten Leute haben das halt verdreht und sind immer auf die Musik gegangen. Die haben immer gesagt, ja, wenn ich Musik höre, dann weiß ich, motiviert mich das zum Sport zu gehen und so. Aber darum ging es gar nicht im Sport, weißt du? Dann kommt das vielleicht wegen meiner negativen Einstellung zu Fastfood. Also ich glaube halt da an zwei Faktoren. Also einmal natürlich das Essen an sich, wenn das irgendein Scheiß ist, wahrscheinlich wird sich das auf jeden Fall auf unseren Körper auswirken, aber im selben Moment glaube ich halt, dass die Energie, die wir zu den Essen haben, dass das super wichtig ist. Das ist ja auch das Beispiel mit dem Wasser. Wisst ihr noch, wenn man dem Wasser irgendwie eine schlechte Energie gibt und schlecht mit dem Wasser spricht, dann schimmelt das quasi. Und wenn man mit dem Wasser, weiß ich, gut spricht, dann quasi wächst und gedeiht das. Also jetzt nicht auf das Wasser bezogen, auf alles Mögliche, ja? Und ich glaube halt, dass das sehr entscheidend ist, wenn man etwas isst, dass wenn man schon Scheiße in Anführungszeichen isst, dass man wenigstens sich das nicht noch schlecht redet, weil dann wird es ja noch nicht schlecht. Dass man am wenigsten sagt, okay, ich esse das jetzt, aber hey, ich esse das jetzt gerne und ich möchte das jetzt essen und mein Körper wird das irgendwie gut verwerten und also irgendwie, dass man am wenigstens mit diesem Mindset, sag ich mal, an die Sache rangeht, wenn man schon das isst. Ne? Mir geht's cool, fühle mich zwar ab und an ein bisschen alleine, aber sonst alles okay. Soulmate fühlt sich ein bisschen alleine, okay. Ich glaube, das Gefühl kennen wir alle. Also ich fühle das manchmal auch. Vor allem dann, wenn ich mit Leuten bin, zum Beispiel heute mit Maurice, ne? Der hat zum Beispiel mittlerweile 3 Kinder und eine Familie. Und dann in solchen Momenten, wenn ich das so sehe, bei den anderen Leuten, die so in meinem Alter sind vor allem, und ich so sehe, dass sie ihren Partner gefunden haben und eine Familie haben, dann fühle ich mich manchmal auch alleine. Also ich weiß, das ist eigentlich auch Quatsch, weil es kann sich auch jemand genauso alleine fühlen, wenn er eine Familie hat, wie wenn er alleine ist. Weißt du, was ich meine? Du kannst manchmal mit Leuten umgeben sein und du kannst dich alleine fühlen. Also das hat auch immer was mit dir zu tun. Ja, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt irgendwie. Thema leise sein, ja. Aber das sind nur Momente, ne? Das Schöne ist, ich habe letztens so einen Spruch gelesen. Und zwar ging es darum, dass egal wie schlimm du dich gerade fühlst in einem Moment oder egal was für Gedanken du hast, das Schöne ist, dass das nicht permanent ist, sondern dass es nur kurzzeitig ist und dass auch das vorbeigehen wird. Also egal, in welcher beschissensten Situation du bist oder egal, wie schlecht du dich gerade fühlst, das Schöne ist, dass es immer nur ein Moment ist. Und dass das Leben stetig im Wandel ist. Wir werden nie lange in einer Situation verweilen. Es sei denn, wir wiederholen
wiederholen und wiederholen und wiederholen. Und wollen Opferrolle spielen, okay? Wollen jetzt sagen, okay, jetzt bin ich ein Opfer. Ich brauche das jetzt gerade. Okay, dann mach das. Aber das Schöne ist, es wird nie, nie, nie lange anhalten. Und das ist echt was Besonderes, Mann. Also, ich meine, dieser Gedanke ist was Besonderes. Dass du dich daran erinnerst, dass es genau so ist, gibt einem schon sehr viel Kraft, finde ich. Und könnte schon wieder der Anfang sein einer kleinen Glückssträhne vielleicht. Weißt du, wenn du mit einem guten Gedanken anfängst und dann einfach wieder so eine Spirale erlebst, dass doch die Dinge ganz gut laufen können. Und dass sich auch alles von einem Tag auf den anderen eigentlich verändern kann. Und dass jeder Tag, jeder einzelne Tag auch irgendwo ein Neuanfang ist. Ja? Ich glaube, wir sollten uns einfach dessen bewusst sein. Das ist wichtig. Wie kann ich meinem Körper was Gutes geben, wenn man nicht alles essen kann? Ich war gestern Abend bei einer ganz tollen Seele und dann kam noch ihr Mann dazu. Ich habe gesehen, wie wundervoll sie miteinander umgehen. Ach so. Genau, es geht wieder vorbei. Oder was war? Das vermisst du am meisten in Mexiko. Also interessant, das habe ich, also was Soulmate gerade geschrieben hat, genau so ist das, ne? Wenn man dann mit Leuten ist, mit Freunden und die sind halt in einer Partnerschaft oder wenn das dann so Weihnachten, ne? Zu Weihnachten kommt und Silvester, bei mir immer in Cancun, ich bin meistens alleine, weiß nicht so richtig, was ich machen soll, bin da meist mit Airbnb-Gästen entweder, die dann auch alleine da sind oder so und ich merke einfach, dass dann auch so Momente hochkommen, wo ich denke, oh krass, ist ja schon schön, jetzt einen Partner zu haben. Auf jeden Fall. Da weint dann immer so mein Herz auch ein bisschen. Aber das ist auch okay. Dafür gibt es andere Momente, wo ich mich komplett aufgefangen fühle, total geliebt vom Universum und wohl und so mit allem, weißt du? Und dankbar bin für meine Freiheit, die ich auch habe, so dass ich Dinge erleben darf, die sich einfach auch super besonders und wichtig und, keine Ahnung, lehrreich oder wie man auch immer das beschreiben kann, anfühlen. Was vermisst du am meisten in Mexiko? Ich glaube tatsächlich das Essen. Das Krasse ist eigentlich, dass ich immer dachte, dass ich das Essen aus Europa vermisse. Aber jetzt ist mir aufgefallen, wo ich hier bin, dass ich das Essen wirklich aus Mexiko vermisse. Weil ich da viel einfacher gegessen habe. Also viel gesünder in dem Sinne. Ne, also ich habe da öfter mal mein mexikanisches Essen gegessen. Man sagt ja jetzt, Maismehl ist jetzt auch nicht das Beste. Aber wenn ich mal überlege, ich glaube, ich würde lieber jetzt nochmal so eine Tlacoyes essen oder so eine Tamales oder keine Ahnung, wie jetzt hier. Also hier gibt es ja auch Fast Food. Und wenn man natürlich zu Hause sein Essen vorbereitet und kocht und so, natürlich ist auch was anderes. Aber was ich jetzt gerade mache, ist immer Salat zubereiten. Und ich merke aber einfach, dass ich, ja, so dieses, also ich vermisse das mexikanische Essen total. Auch die Preise. Ja, hier ist alles schweineteuer auf Mallorca. Und ich will zwar nicht so denken, ich mag den Gedanken eigentlich nicht zu haben, dass ich denke, es ist teuer. Ne? Dass man jetzt sagt, das ist teuer, weil teuer gibt es eigentlich nicht. Es ist einfach nur, wenn ich überlege, dass ich einen kleinen Betrag verdiene und dann, weiß ich, fast alles für Essen ausgebe, dann denke ich mir, wofür arbeite ich eigentlich? Weißt du? Und dann vor allem so für Essen, was ich gar nicht unbedingt essen will. Also ich vermisse auch, in Mexiko gibt es ja viele vegane Restaurants und so Bowls und so gesunden Shit, ne? Hier auf Mallorca, also gibt es das wahrscheinlich auch, aber ich meine, hier am Ballermann gibt es das nicht so. Ich glaube, es gibt eine Poke Bowl Bar oben irgendwo am Ballermann 13 oder 12 oder so. Und hier unten gibt es wenig gesundes Zeug, finde ich. Ich finde, das ist alles nur Schrottessen hier. Und das vermisse ich, so essen zu gehen, einfach in so ein simples, schönes Restaurant, ne? Nicht allzu überteuert, ja. Und da vermisse ich natürlich das Meer. Also das ist ja, hallo? Also einfach wieder zum Beach zu gehen vermisse ich. Hier liebe ich halt die Sonnenuntergänge und ich liebe es, dass hier ist an der Promenade ist. Ich liebe es, vor allem wenn ich morgens zum Sport jogge. Das ist so ein geiles Gefühl. Das werde ich auch krass vermissen, wenn ich hier nicht mehr bin, das weiß ich auch, aber also ich vermisse wirklich den Strand in Mexiko, also in Cancun. Also in Tulum jetzt gehe ich sowieso nicht so gerne zum Strand, aber in Cancun. Ich liebe den Strand da oder Isla Mujeres oder so. Und ich vermisse die Leute. Die Menschen vermisse ich sehr. Einfach dieses Connecten mit den Leuten.
ich habe erst am Anfang habe ich jetzt ja voll vermisst, Deutsch zu reden. Ne? Ich habe auch die Deutschen voll vermisst und so. Und wo ich hier war, es war alles voll besonders. Also ich habe diesen Juni und den Ende Mai habe ich auch voll geliebt hier auf der Insel. Aber jetzt habe ich gemerkt, so der Juli und August ist von den Leuten gar nicht meins, überhaupt nicht. Ich fand halt die Fußballtruppen ganz cool. Die mochte ich echt gerne. Und jetzt bin ich mal gespannt auf den September. Kann sein, dass ich im September hier sitze und sage, ey Leute, das ist so geil von den Leuten und so weiter, wow. Wir sind ja auch ein bisschen älter und so, vielleicht passt das dann auch ein bisschen mehr zu mir, weil die ganzen Jungen hier, die 18-Jährigen, 20-Jährigen, das ist einfach nichts. Weißt du? Deswegen, also da bin ich mal gespannt auf den September. Genau, aber ansonsten, ja, ich vermisse die Leute. Ich vermisse mal wieder irgendwie Leute zu treffen und irgendwie was von denen zu lernen, weißt du? Also Leute, die mir dann irgendwelche Sachen erzählen, wo ich denke, boah, krass, das ist ja voll inspirierend. Also so richtig deep und auch ein bisschen spirituelle Leute einfach. Ja, fehlt mir sehr. Deswegen, also ich weiß, Mexiko wieder richtig krass zu schätzen. Richtig krass. Ich glaube, wenn ich da bin, dann... Oh, ich weiß gar nicht, mein Herz wird aufgehen, auch wieder in meiner Wohnung zu sein. Ich habe richtig Bock, einfach in meiner Wohnung zu sein, wieder mal einen Monat oder so, einfach in Cancun zu sein. Ich will ja dann mit Petra, wir wollen gerne nach Playa del Carmen gehen. Wir würden uns da auch eine Unterkunft mieten wollen, also das ist so ein bisschen der Plan. Mal gucken. Hatte ich echt richtig Lust drauf, aber wer weiß, werden wir dann sehen. Ansonsten habe ich richtig Lust, in Cancun zu sein, einfach nur, oh mein Gott. Und auch so diese Ruhe zu haben, weißt du? Oh. Hier ist der Lautstärkepegel schon krass. Egal wo man hier ist, ist irgendwie immer laut. Ja, ich bin halt mitten im Geschehen, Leute. Also ich kann euch empfehlen, wenn ihr nach Mallorca kommt und ihr ein bisschen Trubel wollt, das ist mega cool für eine kurze Zeit auf jeden Fall. Wenn man längerfristig auf Mallorca sein möchte, würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein bisschen, ja, dann doch ein bisschen außerhalb zu wohnen. Also entweder weiter oben Richtung Palma oder hier hinten Calablava Richtung. Ich glaube, dann ist das auch mega. Aber für meine Zwecke muss ich halt jetzt hier sein. Müssen. Aber ist sinnvoller, ne? Redest du noch viel Spanisch? Tatsächlich schon, ja. Mehr als in Cancun fast. Weil ich hier im Kratos, im Kaffeeshop ja bin. Und da habe ich ja spanisch sprechende Kollegen. Also tagsüber, ich arbeite ja tagsüber und da sind zwei Kollegen, die sprechen nur Spanisch. Und, also was heißt nur? Sprechen auch Englisch, aber wir sprechen halt immer Spanisch. Dann ist Aline noch da, die spricht ja Deutsch, aber die spricht halt auch mal viel Spanisch, weil sie ja mit ihren Kollegen dann spricht. Und ich habe ja die Paola noch hier, die ist Argentinierin. Finde ich auch mega cool, weil ich ja auch in Mexiko so viele Argentiner habe. Habe ich auch so ein Heimatsgefühl direkt. Und dann habe ich noch den Lute, der ist Spanier. Und dann ist ab und zu der Dennis da. Ein richtig krasser Typ, der tätowiert bei uns. Also immer teilweise nur, alle zwei Wochen. Mein Gott, was für ein höflicher, zuvorkommender, fürsorglicher Mensch einfach. Unglaublich. Muss ich auch sagen, bin ich auch froh, dass ich so coole Leute hier habe, ne? Um mich herum. Besuchte ich deine Mama in Mexiko? Meine Mutter wollte eigentlich schon nach Mexiko kommen, aber ich weiß nicht, ob sie es jetzt wirklich hinhaut. Sie wollte letztes Jahr auch kommen, das hat irgendwie doch nicht geklappt. Das Ding ist halt, sie will auch immer kommen, wenn ich dann da bin. Und ich bin ja eigentlich da, aber das Ding ist, ich wollte unbedingt nach Kolumbien. Jetzt muss ich mal schauen. Mein Cousin hat auch irgendwas von Kolumbien gesagt. Also mal schauen, wie das alles wird. Ich kann den Plan jetzt noch nicht genau sagen. Wir schauen mal. Ich sehe gerade mein Herz, das war kaputt gegangen. War das schon hier? Oh. Naja. Genau. Hi Murat, was geht denn? Ja, Leute. Aber also in letzter Zeit fällt es mir auch ein bisschen schwer, Deep Talks zu machen, ne? Also ich verstehe auch mittlerweile, dass die Leute, die jetzt so, sag mal in Europa, ja, Europa kann ich nicht sagen, aber hier sind oder vielleicht auch in Deutschland, dass sie gar nicht so eine tiefen Gespräche führen. Das ist echt nicht häufig hier. Also mit den vereinzelten Leuten schon, aber die Masse, die Mehrheit, was man hier teilweise für Gespräche hat, denke ich mir immer, weiß ich nicht. Langweilig. Kennt ihr das Gefühl?
Boah, ich bin hardcore am Rummeckern, ne? Ich merke das selber gerade. Das ist gar nicht so cool. Okay, lass uns mal kurz gucken, was für Vorteile hat man denn hier auf Mallorca? Man hat den Vorteil, dass man direkt am Beach, dass man die schönsten Sonnenuntergänge hat, dass man eine wunderschöne Landschaft hier hat und dass man hier natürlich sehr viele deutsche, sehr offene Leute hat. Das muss man auch sagen, das ist schon cool. Ne? Also ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit so negative Sachen hier raushauen, weil ich bin ja auch aus dem Grund hier. Es ist ja nicht so, dass ich hier jetzt zu bin, ne? Ich will ja auch hier sein. Ich mag Detox, ist aber in meinem Umfeld auch schwer, ja, ne? Muss mal den Philipp schreiben, mit dem konnte ich richtig krass reden. Das war richtig cool. Ich schreibe ihn nachher mal. Ich muss ihn mal wieder treffen, so eine Leute brauche ich hier. Boah, Leute, wie lange sind wir live? 46 Minuten, ich glaube, das reicht doch gleich. Ich gehe gleich wieder offline. Wenn ihr noch irgendwas zu quatschen habt, dann bleibe ich noch ein bisschen, aber ansonsten will ich mich gleich vom Acker machen. Morgen ist der Montag, morgen will ich ganz früh aufstehen. Ich versuche halt vor der Arbeit zum Sport zu kommen. Dann habe ich gerade noch einen Vlog geschnitten, der ist noch nicht ganz fertig. Ich schaffe ihn noch fertig zu machen. Genau. Dann versuche ich irgendwann mal wieder es hinzubekommen, dass ich jeden Tag hochladen kann, aber zurzeit schaffe ich es gerade noch nicht. Ich muss ein bisschen vorarbeiten erstmal. Was ist das mir zu stressig? Wenn ich jeden Tag ein Video fertig machen muss. Weißt du, ich muss schon so eine Woche vorarbeiten, um das hinzubekommen. Genau. Ich denke mal, bis zum September hin schaffe ich das schon irgendwie wieder. Ja, dann gucken wir mal, was das Jahr noch bringt. Also ich glaube, das Jahr wird noch ein richtig geiles Jahr. Ich glaube, wir werden noch coole Sachen manifestieren. Manifestation ist krass hier. Also Petra und ich, egal was wir aussprechen, egal halt was es ist, auch die Dinge, die wir nicht manifestieren wollen. Ihr könnt übrigens mal einen Daumen nach oben geben, nochmal das Video für alle Leute, die gerade online sind. Egal, worüber wir uns unterhalten, wir sehen es, wir erleben es. Ist krass, einfach nur. Ist echt auffällig. Ja. Sonnenuntergang haben wir jetzt auch gesehen. Guck mal, wie schön das aussieht. Mega. Mats hat nur geschlafen, weil die Arbeit so anstrengend war. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich mal einen Tag frei hätte, ich habe ja gerade keinen einzigen Tag frei, das heißt, ich könnte gar nicht den ganzen Tag schlafen. Aber ich glaube, wenn ich mal frei hätte, ich würde auch am liebsten den ganzen Tag nur im Bett liegen. Dann. Ich glaube, das mache ich auch alles, wenn ich in Cancun zurückkomme, dass ich mal einen ganzen Tag nur zu Hause chille. So, weiß ich nicht, mal einen Sonntag, wenn es mal regnet. Ich hoffe, wir haben mal einen Regentag. Weil ich glaube, das Wetter ist zurzeit gar nicht so schlecht, ne, in Mexiko. Und ich wünsche mir dann einen Regentag, wo es von morgens bis abends so regnet, wo man einfach zu Hause chillen kann. Oh mein Gott, ich habe so Bock auf sowas, ne? Bei meinen Themen halten mich immer alle nur so verrückt und dann habe ich keine Lust mehr auf das Gespräch. Das kenne ich auch ganz gut. Feel free, Justin. Danke für deine Zeit. Immer sehr schön und interessant. Und bis morgen 10 Stunden arbeiten. Ja, Mann. Schöne Regentage. Vielleicht sollte ich auch mal irgendwann nach Deutschland gehen im Winter und mal einen Monat in der Bude hocken. Einfach mal nur chillen drinne. Ja. Ist auch anstrengend, wenn man immer nur schönes Wetter hat und immer draußen viel ist. Aber ist geil. Ich will mich jetzt nicht beklagen, also ich mach das. Sonst hätte ich diesen Lifestyle auch nicht ausgesehen. Übrigens sollte Haare Wasch Challenge, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber für alle Leute, die es interessiert, ich habe meine Haare immer noch nicht gewaschen, mit Shampoo, nur mit Wasser. Und ihr seht ja, wie die jetzt aussehen, ne? Die kleben. Also ich habe auch gelesen, es kann ja je nachdem einen Monat dauern, aber auch länger. Also ich werde noch ein bisschen durchhalten, weil ich wollte eigentlich meine Haare jetzt bald mal wieder mit Shampoo waschen, dachte ich mir, wenn das so weitergeht, weil offen tragen ist nicht so geil. Und dann habe ich gelesen, dass es ein bisschen länger dauern kann. Jetzt dachte ich mir, okay, shit, dann versuche ich es auch noch ein bisschen länger. Jetzt aufgeben wir auch. Englandregen, stimmt. Vielleicht soll ich nach England mal fliegen, ey. Und den ganzen Tag von der Wohnung kommen. Das wäre auch nice. So oft gemütlich, ne? Das ist halt auch ein Punkt. Also auf Dauer wäre das nichts für mich, aber so für eine Woche auf jeden Fall.
Ja, Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt offline, war richtig nett mit euch. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid im nächsten Live-Video. Bis dahin gibt es wahrscheinlich auch mal Neuigkeiten. Sorry, in letzter Zeit passiert auch nicht viel, deswegen ich hatte jetzt auch die letzten Tage nicht wirklich so die Motivation, live zu kommen. Weil einfach jetzt, ist gerade nicht so mein Monat, muss ich ehrlich sagen. Lasst mich mal hier den August überstehen, okay? Wenn ich den überlebt habe, dann, dann sehen wir uns im September wieder. Und mit neuer Energy. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf September. Also, wärst du eine Woche nach Deutschland gekommen? Ja, vielleicht sollte man nach Deutschland kommen und da chillen zu Hause. Ich überlege mir das nochmal. Aber ich glaube, mache ich nicht mehr dieses Jahr. Mal gucken. Also Leute, alles Gute, bis bald. Ich freue mich.